Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder Make-up-News für euch. Was ist denn so neu auf den Markt gekommen? Interessiert mich davon etwas oder interessiert es mich nicht so? Interessiert es euch vor allen Dingen, würde mich sehr interessieren. Deshalb schnacken wir jetzt am Anfang gar nicht so viel drum herum, weil ich laber da doch immer recht viel in diesen Videos und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. So, und ich bin heute auch mal etwas grungiger unterwegs. Die Wimpern sind von Adele. Die waren ganz einfach aufzukleben, aber irgendwie, wenn ich hochgucke, sieht man total, ich kriege das nicht näher an den Wimpernkranz heran. Also bitte, lasst euch davon nicht irritieren. Man sieht ja eh, dass sie nicht echt sind, wa? Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, heute keine Nude-Lippen zu tragen. Okay, bitte eine Runde Applaus. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich habe heute einen warmen Terrakotta-Ton, würde ich sagen. In matt, ohne Gloss. Who am I? Oh, ich habe mir Screenshots gemacht von allem, was jetzt nicht so sehr lange her ist. Wir wollen jetzt nicht über die letzten 3 Monate sprechen, obwohl ich da genug zu erzählen hätte. Und ich habe mir das Ganze bei Trendmute rausgesucht, also bei ihr auf der Seite gucke ich immer und das ist jetzt quasi von oben nach unten abfotografiert. Also was ich jetzt zuerst vorlese, ist auch so am aktuellsten, würde ich sagen. Und so, und da starten wir mit Natasha Denona. Natasha kommt ja jetzt regelmäßig irgendwie mit Lidschattenpaletten raus. Und da kommt sie jetzt zu Weihnachten mit, es sieht danach aus, als wären es 2 Lidschattenpaletten raus. Und zwar so Minis, wo nur 3 Lidschatten drin sind. Und das Ganze einmal von der Bieber-Palette und von der Glam-Palette. Finde ich an sich eine wirklich gute Sache, vor allen Dingen für jemanden, der ja entweder noch gar keine Natasha-Palette hat oder diese Paletten eben nicht hat und sagt, aber ich würde gerne mal so diese Tonrichtung an mir selber sehen wollen, ob mir das überhaupt steht, gefällt mir das oder nicht. Ich persönlich weiß jetzt halt nicht, ob die Qualität da drin auch so gut ist wie zum Beispiel in den großen Paletten. Das ist das weiß ich jetzt halt nicht, aber der Swatch zum Beispiel von dem Schimmerlidschatten sieht schon echt sehr schön aus. Das sieht schon eher so danach aus, wie die großen Paletten auch sind. Die Bieber-Palette habe ich allerdings nicht. Das ist ja auch eigentlich eine All-Matte-Palette, wenn ich mich nicht täusche. Und das sieht aber so aus, als hat sie da extra einen Schimmerton reingepackt in die Bieber-Palette, um das Ganze vielleicht ein bisschen tragbarer zu machen, also dass man eventuell was fürs bewegliche Lid hat oder für den Inner Corner, aber trotzdem die matten Farben so sind, wie sie in der Bieber-Palette sind. Und von der Glam-Palette sieht einfach total cute aus. Ihr wisst, die Glam ist so eines meiner liebsten Paletten von ihr tatsächlich und ich finde das eine sehr schöne Farbauswahl, die sie getroffen hat. Ich persönlich hätte nur einen helleren Schimmerton genommen, aber ja, finde das jetzt überhaupt nicht schlimm, weil das kann man dann wirklich Glam Smoky zum Beispiel machen. Ideal dann für eine Weihnachtsfeier oder so, falls das irgendwo stattfindet. Aber ja, finde ich ganz süß. Dieses kleine Biberteil soll in Sephora Favorites Set drin sein. Und die Glam-Palette, die kleine, kann man individuell kaufen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob es auch in Deutschland erhältlich sein wird. So, dann habe ich mir abfotografiert die alljährliche MAC Holiday Collection. Es ist wieder soweit. Und jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe, freue ich mich irgendwie total, auch wenn ich mir jetzt nichts davon kaufe. Aber ich freue mich irgendwie total, weil das mich so an meine Anfangszeiten vom Make-up zurückerinnert, dass man abends da saß und wie heute bei Ed Sheeran Tickets quasi, Konzerttickets da saß, um das zu bekommen. Das war damals ein Kampf, die MAC Holiday Collection zu bekommen. Also das war wirklich krass und man war froh, man hat irgendwas bekommen. Ich habe auch mal einfach einen Lippenstift gekauft, obwohl der jetzt gar nicht auf meiner Wunschliste stand. Einfach nur, ich habe was aus dieser LE quasi. Und deshalb freue ich mich immer so, wenn die LEs rauskommen. Und mir gefällt das Packaging sehr, sehr gut mit diesem Swirl. Das hat so ein bisschen was von Weihnachten, finde ich. Gerade diese wie heißen diese Candy Canes? Sind das Candy Canes? Die so, ich blende euch mal ein Bild ein. So gefühlt sieht das halt aus. Und die Lippenstift-Sets, also das sind so Dreier-Sets, sind sehr rotlastig. Das würde bei mir dann natürlich wieder rausfallen, aber klar, an was denkt man, wenn man an Weihnachten denkt? Zumindest bei Make-up, rote Lippen. Aber auch unten sind ein paar fantastische Nude-Mauve-Töne mit dabei, also eventuell. Schaue ich mir das Ganze mal an, wenn das online geht. Aber was ich richtig, richtig schön finde und
Was eventuell tatsächlich mal wieder bei mir landen würde, ist so ein Face-Trio. Das sind drei Highlighter, wenn ich das richtig erkennen kann. Und davon gefällt mir das Lilane, also diese kühlere Palette, sehr, sehr gut. Und würde mich echt mal wieder, ja, irgendwie mal wieder so ein bisschen catchen, falls ihr versteht, was ich meine. Wenn das andere unten diese Kreise, Lidschatten sein sollen, ist eine Palette zumindest, also von diesen drei oberen, diese Kühle sehr, sehr schön, aber ich finde dieses Runde überhaupt nicht nice. Also das stört mich irgendwie total. Und diese andere Palette, wo das noch so weiter außen rum geht, sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus, als wäre das eine Mini James Charles Palette von Morphe. Ja, also catcht mich jetzt nicht so, aber wie gesagt, Packaging finde ich richtig süß. Und eventuell ein, zwei Sachen landen mal wieder im Warenkorb. Wie ist das denn bei euch? Kauft ihr noch von der Mac Holiday Collection? Seid ihr da noch so krass hinterher? Das hat irgendwann mal aufgehört, so ein bisschen auch, dass es im Internet so ein bisschen abgenommen hat. Also Mac ist ja eher so ein bisschen in die Versenkung verrutscht, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich benutze täglich noch Mac-Produkte. Deshalb, ja, also für mich ist Mac immer noch nur die Holiday Collection. Irgendwie habe ich nicht so auf dem Schirm. Jo, dann kam mal wieder eine Kylie Collection auf den Markt. Und zwar kommt sie zu Halloween mit einer Collection raus. Eine Halloween Collection auch tatsächlich. Na, jetzt komm, geh weg. Mit Nightmare on Elm Street. Furchtbarer Film. ja, also ich bin ja kein Halloween-Fan. So gar nicht. Ich schaue keine Filme. Ich habe keine Halloween-Deko. Ich mag keine Halloween-Make-up-Looks. Ich habe da immer so ein bisschen Panik vor. Also irgendwie ist Halloween gar nicht meins. Ich liebe den Herbst. Wenn ich in Amerika wäre, ich wäre so ein richtiges Thanksgiving-Girl einfach, aber kein Halloween. Ich hasse Halloween. Was ich allerdings gerne mache zu Hause, sind Kürbisse. Das mache ich allerdings ganz gerne, gell? Und Pumpkin Spice Latte und so ein Kram. Aber ja, also wie gesagt, Horrorfilme überhaupt gar kein Fan von. Halloween auch nicht. Deshalb, ja, beim Packaging war es so ein bisschen so, I don't know. Davon ist, wenn es ein Gloss sein soll, ein Gloss wunderschön. Ihr könnt euch natürlich wieder denken, was für ein Gloss das für mich wäre. Die anderen sind mir natürlich zu rot. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es natürlich wieder ein Trio, ein Set. Und ja, ich müsste quasi die anderen zwei Farben auch kaufen, um an diese Farbe zu kommen. Und das ist es mir halt nicht wert. Allerdings finde ich die Lidschattenpalette mega nice. Ich finde, die sieht richtig schön aus und so richtig Halloween-mäßig, also dieses Rot vor allen Dingen, ist ein richtig schönes Rot und diese zwei schimmernden Rottöne sehen auch richtig nice aus. Also die Palette gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wenn es die eventuell auf ihrer deutschen Seite gibt, schaue ich mir die Palette doch mal, denke ich, an. Aber im Großen und Ganzen setze ich hier einfach aus, wenn das jetzt nicht in Deutschland erhältlich ist, weil ich werde nicht mehr bei ihr auf der Seite bestellen oder so. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu. Kommt Essence mit einer Kollektion raus, wo ich mir so dachte, okay, tell me more. Und zwar mit einer Good Coffee in Falls Always a Vibe Collection. Coffee to go to glow, keine Ahnung, Coffee to go. Und ja, die Lidschattenpalette sieht mega, mega nice aus. Der Pinsel sieht sehr schön aus. Ich habe jetzt zwar den Lippenstift noch nicht geswatcht gesehen, aber den schaue ich mir eventuell auch mal an. Ja, Body Scrub ist jetzt, glaube ich, nicht so meine Anlaufstelle dafür, aber sieht auf jeden Fall super cool aus. Und auch dieses Glow Pot-Teil mit den Coffee Beans drin, richtig interessant. Und ich bin einfach ein koffeesüchtiger Junkie. Deshalb würde ich da, denke ich, auf jeden Fall beim Aufsteller vorbeischauen. So, dann haben wir noch was Neues von Kylie. Und zwar bei Kylie Skin kam sie jetzt mit einem Lip Oil in der Geschmacksgeruchsrichtung Watermelon raus. Ich habe ihr Lip Oil schon, das ist an meinem Nachttisch. Ist auch fast leer, muss ich sagen. Also ich komme jetzt nur noch schwer unten dran. Ich mag es. Es ist aber nichts Außergewöhnliches. Um Gottes Willen. Also das ist jetzt kein Produkt, wo man sagen muss, das muss man haben, das ist weltverändert. Nein, es ist ein ganz normales Lip Oil, das genauso pflegt, wie wenn ich mir jetzt ein Labello oder sowas drauf mache. Aber ich finde den Applikator fancy, den Geruch fancy und es ist schon so ein bisschen glossartig. Also ich habe es auch schon mal tagsüber einfach so getragen. Sehr, sehr schön und wenn das jetzt einfach wirklich nach Watermelon riecht und schmeckt, muss ich das leider haben. Es tut mir leid. Oh, dann kam Fenty Skin mit einem neuen Produkt raus, das sich nennt Hydra Reset oder Hydra Reset, ein Intense Covering Hand Mask.
Jo, also ich habe schon mal Handmasks von Rituals gehabt und bin einfach, wie soll ich das sagen, viel zu faul dafür. Also ich mache das so, so selten, diesen ganzen Kram, muss ich sagen. Auch ich habe ein richtig geiles Peeling für die Hände und ich mache das so selten. Das liegt immer in meiner Schublade und dann komme ich da irgendwie nicht so dazu. Deshalb ist das jetzt kein Produkt, wo ich voll drauf abfahren, wo ich mir denke, ich muss es haben. Meistens muss ich auch tatsächlich sagen, hilft nichts außer so eine intensive Handcreme. Maren hat dann eine sehr, sehr gute mir empfohlen, die werde ich mir auch dieses Jahr zulegen. Habe ich letztes Jahr nicht gemacht und habe es dann auch bereut, weil meine Hände sind sehr empfindlich jetzt zur kalten Jahreszeit. Aber das Produkt ist süß. Vor allen Dingen das Packaging sieht sehr schön aus. Aber ja, stehe ich jetzt nicht so drauf. So, und dann gab es einen Luna Beauty Launch und zwar die Moonspell 2 Collection. Das ist vom Packaging her auch fast identisch zu der ersten Palette, die Moonspell Palette, und das ist jetzt Volume 2. Und die sieht ganz süß aus, aber sie ist mir zu lila-pink. Und wie sage ich das jetzt? Ich persönlich bin so zur Herbstzeit kein lila-lila Mensch, falls ihr versteht, was ich meine. Also ich trage da tatsächlich doch lieber Sonne-Looks oder warme Looks. Obwohl ich eher der lila-rosa-Kühlton-Mensch bin, aber zu der Zeit irgendwie gar nicht. Und wie gesagt, die Shimmer-Shades sehen einfach so gigantisch geil aus. Also wirklich, mich hat es ganz kurz gejuckt, ob ich bei der Palette zuschlagen soll, aber ich würde sie dann für eine Review benutzen und dann liegt sie wahrscheinlich einfach nur rum und das hat sie nicht verdient. Ich weiß nicht wieso, aber bei Lidschatten hat Manny mich noch nie gecatcht. Ich wollte unbedingt diese Face. Ach, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Life's a Drag, Face Tune oder so Palette, wo, also diese neue Life's a Drag Palette quasi. Die wollte ich unbedingt haben, weil die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat auch mega schön performt. Also benutze ich tatsächlich echt gerne. Habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, muss ich mal wieder rausholen. Das war die erste Palette, die mich interessiert hat, muss ich sagen. Alle anderen haben mich nicht so interessiert. Und irgendwie freue ich mich jedes Mal so, wenn ich mitbekomme, es steht ein Launch an von ihm. Und dann, also ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie die Lidschattenpaletten, die catchen mich einfach nicht so. Und von dem Farbschema her finde ich tatsächlich dann die Moonspell 1, also die erste Palette, wesentlich besser. Ja, dazu kam er auch mit drei Lipglossen, wenn ich mich nicht täusche, raus. Natürlich interessieren mich zwei davon. Und ich denke, ich werde auch da bestellen, falls es noch online sein sollte. Denn es gab nicht so viele Units bei Purish online. Also ich glaube nur 300, 400 oder so. Und ich glaube auch, dass es jetzt aktuell ausverkauft ist. Ich muss es nochmal checken. Ich habe jetzt nicht geschaut. Ja, aber so viel dazu. Und dann. Es gibt nur eine einzige Bewegung oder irgendetwas, was es beschreiben könnte, wie ich es finde, und zwar langweilig. Jaclyn Hill und Morphe sind mit einer neuen Palette rausgekommen. Und wie soll ich euch das jetzt sagen? Ihr wisst ja, ich habe zwei Paletten von ihr. Ich habe nur keine Vault Collection, weil die fand ich alle sinnfrei. Irgendwie hatten auch keine guten Reviews, um ehrlich zu sein. Und diese Palette sieht so richtig, das ist so eine Safe-Palette, so von wegen, ich will jetzt keinen Fehler machen. Sie hat einfach so Farben genommen, so gefühlt, bei denen man einfach nichts falsch machen kann. Und ja, interessiert mich halt null. Also die sieht so langweilig aus. Diese Palette kann ich mir genauso mit zwei von ihren Paletten zusammenmischen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, hoffentlich ist es hier nicht wieder so ein Vault-Ding, dass sie einfach nur Shades, die sie übrig hatten, jetzt dann da reingepackt haben. Aber es ist eine sehr gute Palette zum Beispiel für Anfänger oder Leute, die jetzt nicht so Farben benutzen wollen, die halt immer so ein bisschen diesen neutralen Glam-Look machen oder für die Arbeit oder so, kann man definitiv nichts falsch machen. Wenn die Qualität ist, so wie ich sie habe in den anderen Paletten, dann kann ich auch davon nicht absprechen. Aber es ist echt so irgendwie langweilig. Übrigens ist mein fast komplettes Face heute Dose of Colors. Tue ich euch natürlich alles unten in die Infobox schreiben, was ich heute benutzt habe. Ja, dann kommt eine Kollektion auf den Markt, wo ich gleich so war. Und zwar von Made by Mitchell die Milk Collection. Ich glaube, dass es ganz insgesamt Milk Collection heißt. Und das ist einmal auch die Milk Palette.
Und bitte lasst euch vom Packaging nicht stören, weil mich hat auch das Packaging abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ja süß, dieses Milk-Ding und so, dass es dann aus draußen wie die Kuhflecken sind. Ich hätte das Ganze auch auf das Packaging außen gelassen und innen die Pants sauber quasi. Weil das ist ja auch in der Palette, die ich habe, die Feet on the Ground innen. Und auch innen in der Palette stört mich dieses farbige Gemisch da drin quasi. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Und das ist hier der gleiche Fall. Ich habe immer das Gefühl, man kann sich gar nicht auf die Lidschattenfarben konzentrieren. Also, dass es sehr, sehr schwer fällt, normal auf der Straße unterhalten. Das ist für viele echt richtig schwer. Man muss sich anschreien gegenseitig. Wenn man 0,5 Meter nebeneinander läuft, muss man sich echt anschreien, dass es die ganze Straße hört. Wo war ich? Ja, also ich kann mich nicht so richtig auf die Farben immer konzentrieren. Und ich stelle mir das Ganze jetzt einfach vor, wenn der Hintergrund komplett weiß oder komplett schwarz wäre. Richtig geil. Aber Leute, die Farben. Ich finde die Farben so geil. Alleine wieder die Shimmer-Shades. Ich freue mich so auf die Shimmer-Shades, weil die haben mich halt echt so überzeugt in der letzten Palette schon. Generell ist es wieder eine super pigmentierte Palette wahrscheinlich. Und ich freue mich schon so dolle. Ich bekomme sie in PR von Purish zugeschickt und ich freue mich so, so doll. Ich hoffe auch, dass von den Graphic Ink Linern wenigstens einer oder so dabei ist. Wenn nicht, bestelle ich mir die nach. Das weiß ich halt vorher nie. Aber die möchte ich auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Geil wäre, wenn das Ganze in den nächsten 2 Wochen noch käme, weil dann schaffe ich es auch tatsächlich noch ein Video dazu zu machen. Ja, dazu kommt er auch mit 3 neuen Blush Shades raus, also diese Blushes, und davon ist einer einfach weiß. Geil, aber ich glaube, den benutzt man nicht wirklich als Blush, oder? Und dann haben wir auch wieder was Neues von der Firma Glamlight. Und Glamlight, finde ich, ist so eine richtige Indie-Brand, die so raushaut einfach. Und da kommen jetzt 4 neue Lidschattenpaletten raus und das ist eine Kollektion oder ich glaube irgendwas mit Cocktails hat das. Happy Hour Cocktail Collection und die finde ich richtig cool, wo ich mich gar nicht entscheiden könnte, welche Palette ich jetzt eigentlich kaufen würde. Aber ich tatsächlich würde ich mich für diese Martini-Palette, für diese grün-blaue Palette entscheiden. Die sieht einfach so richtig interessant aus und man hört auch nur Gutes von Glamlight, aber ich weiß jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt nicht so krass informiert, wie das hier in Deutschland für uns ist. Wie kommen wir da dran? Das weiß ich jetzt nicht. Aber alle 4 richtig schön, muss ich wirklich sagen. Auch diese Schokoladenpalette richtig toll. Aber diese Martini-Palette, die wäre schon was. Ja, und dann kam auch Anastasia Beverly Hills mit einer neuen Palette raus, die sich nennt Primrose Palette. Primrose muss ich halt leider immer an Panem denken und werde dann traurig. Aber auch das ist so eine Palette, wo man einfach nichts falsch machen kann. Also das war so ein Launch, so wir wollen jetzt mal was Neues rausbringen. Dann versuchen wir doch mal safe zu bleiben, dass es was für jeden sein könnte. Also so fühlt sich das halt echt an. Also deshalb wunderschöne Palette, ganz tolle, neutrale, schöne Farben, so ein richtig toller Pflaumeton. Also ganz, ganz toll. Bestimmt auch richtig schön für die Jahreszeit jetzt. Kann man ganz schöne Looks mitmachen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man nichts falsch machen. Dann gibt es in Amerika zumindest ein neues Brand auf dem Markt und zwar von Jennifer Aniston, die Marke LolaVie. Und ich bin ein riesen Jennifer Aniston-Fan, wie man sich vielleicht denken kann. Und das wäre tatsächlich auf meinem Zettel gelandet, aber der Versand und das Ganze war dann am Ende. Also Versand und Zoll wären teurer als das Produkt. Deshalb habe ich dann ganz schnell wieder zugemacht und doch nicht bestellt. Und zwar kam sie mit einem Detangler auf den Markt. Also das ist ein Produkt für die Haare. Zum Beispiel nach dem Haare waschen, wenn ihr so richtig geschrubbt habt, dann sind die ja manchmal so ein bisschen verknotet. Und das habe ich zum Beispiel auch eins von meiner Marke, von der ich halt mein Shampoo und so habe. Und das sprüht man dann in die nassen Haare und kämmt das Ganze aus. Und man kann eigentlich die Haare schon ab dem Moment ganz toll durchkämmen. Und der hat halt richtig gute Ingredients und soll auch die Haare dabei pflegen. Deshalb ist es kein Problem, dass er auch in den Haaren bleibt. Und er hinterlässt ein glossy Finish. Und wie gesagt, da wäre ich halt wirklich sofort dabei gewesen und hätte es mir sehr, sehr gerne bestellt. Warte jetzt aber mal ab. Eventuell kenne ich jemanden, der bald in die USA fliegt. Und schau mal, ob ich den da irgendwo vorbeischicken kann, falls das auch irgendwie in Stores oder so ist. Und wenn das halt nur auf ihrer Website ist, dann wird es schon wieder schwierig. Aber ja, das hätte ich mir definitiv gerne bestellt, weil, ja, ich glaube, jede Frau möchte Haare wie Jennifer Aniston, oder?
So, dann kommen wir zu Fenty Beauty. Fenty Beauty kam auch mit einer Lidschattenpalette raus, die auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, auch drei Baked Blushes hat. Von den Farben her, super süß, ich hätte sofort zugeschlagen. Ist so eine Mischung aus der Jaclyn Hill und Anastasia Beverly Hills Palette zum Beispiel. Also kann man auch absolut nichts falsch machen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Palette. Ist auch so eigentlich die erste Palette, die mich von Fenty Beauty angesprochen hätte. Und irgendwann werde ich auch mit Sicherheit mal zuschlagen und Fenty Beauty Lidschattenpaletten endlich mal testen. Ich hatte bis heute noch nicht das Vergnügen und habe keine Ahnung, wie die performen, wie die Qualität ist. Kenne ich mich absolut nicht aus. Aber bei dieser Palette, ich glaube, The Bomb Posse-Palette, hätte ich tatsächlich Lust gehabt und hätte sie mir sonst bestellt. So, ja, fast finish. Dann kam Urban Decay mit einer neuen Naked-Palette raus, die Naked Cyber-Palette. Die sieht total niedlich aus. Das hat so ein bisschen was, finde ich, so von Teenies in der Schule oder so. Also das hätte ich so mit 14, 15 gebraucht. Die Swatches sehen nicht vielversprechend aus, um ehrlich zu sein. Also Urban Decay haben ja eh nicht die geilsten Lidschatten auf dem Markt. Die sieht, wie gesagt, sehr, sehr schön aus, aber würde ich absolut halt nicht kaufen wollen. Ja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das jemand von euch hat, diese Palette, oder in letzter Zeit generell mal eine Urban Decay Lidschattenpalette. Gibt es irgendwie einen Vergleich, wo er sagt, die sind so wie diese Marke oder diese Marke oder diese Marke? Weil die alten Naked sind halt nicht so geil. Und seitdem habe ich mir auch nie wieder eine gekauft. Also ich habe ja meine Naked 3 nachgekauft, aber benutze sie kaum. Und da ist auch die Qualität nicht so wie bei meiner Originalpalette, das damals war. Aber einfach nur, dass ich sie halt habe, habe ich sie mir damals wieder gekauft. Macht total Sinn. Macht das nicht. Ja, und dann kam auch vor einiger Zeit Natasha mit noch einer Lidschattenpalette auf den Markt. Und zwar mit der Retro-Palette. Wir kennen ja die Mini-Retro-Palette. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Ich glaube, ich habe die Palette. Eine habe ich verkauft gehabt. Das war die Mini-Sendo, glaube ich. Mini-Retro habe ich noch. So, und die hat nichts, aber auch gar nichts mit dieser Retro-Palette zu tun. Also ihr seht sie ja jetzt hier. Die ist einfach rosa und dunkelpink, Pflaume. Also gar nichts hat die mit dieser Palette zu tun, die sie als Mini hatte. Und ich habe gedacht, Retro, okay, ich dachte, geil. Die wird jetzt so wie die Mini-Palette ist, weil das war eine richtig tolle Mischung. Da ist auch so ein Ton dabei, wie das T-Shirt jetzt hier ist. Und das hätte ich ja echt sehr, sehr gerne gemacht. Aber die hat mich halt null angesprochen. Da ist ein Schimmerton und zwar genau der in der Mitte. Und eigentlich auch oben links der. Die finde ich sehr, sehr schön. Aber nur wegen zwei Shimmer-Shades kaufe ich mir jetzt diese Palette einfach nicht. Und ja, also da hat sie so ein bisschen enttäuscht mit der Palette, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja kein Problem, denn es muss nicht jedem alles gefallen. Und ja, deshalb habe ich bei der ausgesetzt. So, dann haben wir von Rare Beauty ein neues Produkt und zwar eine Mascara. Die Perfect Stroke Universal Volumizing Mascara. Die Bürste sieht mir zu dick aus. Und es ist keine synthetische Bürste, wenn ich das richtig erkennen kann. Deshalb, für mich ist das wahrscheinlich nichts, weil ich habe hier nicht so viel Platz, wenn ich halt so Augentusche. Seht ihr, wenn das hier, das kommt halt immer hier dagegen und ich habe auch irgendwo hier unten jetzt von vorhin habe ich immer irgendwo Mascara hängen und das nervt mich dann und dann muss ich warten, bis es hart geworden ist und bla bla bla. Und ich persönlich komme halt viel besser mit synthetischen Bürsten klar als mit diesen Echthab-Bürsten. Und ja, deshalb würde ich bei der Mascara einfach auch dankend abneigen, aber nein. So, und zu guter Letzt haben wir hier ein Produkt und zwar von Pat McGrath, die The Mothership. Was ist das? Ist das 5? Heißt das dann 5? Ich weiß es gerade gar nicht. Die hätte ich auf jeden Fall gekauft. Ey, ich finde die ja so schön. Ich finde die so schön, diese Palette. Wenn es die noch gibt, wenn ich mal wieder flüssig bin, bestelle ich mir die tatsächlich auch. Ich finde die sehr, 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 sehr schön und das wird meine allererste Pat McGrath-Palette. Seit keine Ahnung, wie lange es jetzt Pat McGrath Paletten gibt, ist das die erste Palette, wo ich hingeschaut habe und wusste, die ist geil, die will ich haben. Bei allen anderen war ich immer so, springst du eher nur auf den Hype auf oder willst du die Palette? Und bei der ist es eher so, ich will die Palette. Und ja, die steht definitiv auf der Haben-Wollen-Seite und wird auch irgendwann bei mir einziehen. Ich bin allerdings überhaupt kein Pat-Fan.
Insider. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ist das eine Palette, die bleibt? Ist das eine Palette, die limitiert ist? Ich kenne mich da gar nicht aus. Und auch mit den Zahlen, mit Römisch, habt ihr gemerkt, habe ich es nicht so. Deshalb, ja, mal schauen. Aber die Utopian Dream ist einfach wunder, 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 wunderschön. Packaging von außen, wunderschön. Muss ich haben. Ja, ihr Lieben, das waren dann die Make-up-News. Diese Produkte sind in den letzten Wochen auf den Markt gekommen und ihr habt jetzt meine Meinung dazu gehört. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung zu den Produkten interessieren. Habt ihr vielleicht auch das eine oder andere? Schreibt es mir alles gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem kleinen Kanal dabei bist. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, meine Hübschen. Bleibt gesund. Bis dann. Mua. Tschüss. Macht's gut.